Was geht ab, meine Z-Fighter? Oser hier mit einem weiteren Team-Rating-Video. Und nein! Heute kam keine Dragon Ball Super-Folge, also gibt es auch keine Dragon Ball Super-Review. Die nächste Folge kommt nächste Woche von Samstag auf Sonntagnacht. Aber wir sind wegen dem Team-Rating-Video da. Es kamen wirklich sehr viele Einsendungen wieder. Vielen Dank dafür. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los. Denn das erste Team ist von Erik Tempel. Erik, vielen lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns, Black ist schon Max-Level, war falsches Bild, alles klar. Hab keine weiteren Charaktere mehr. Okay, dann schauen wir uns mal sein Team an. Das ist ein japanischer Dokkan-Battle. Und zwar haben wir hier unter dem Leader von LA Vegito ein Potara-Team. Also, dann schauen wir uns mal die Charaktere an. Und alle sind, beziehungsweise gehören zu der Potara-Kategorie, also ist somit jeder Charakter schon mal richtig gesetzt. Was das anbelangt, sind schon mal 6 von 10 Punkten. Sie sind alle Maxer, wir sind alle Dokkan Awaked. Heißt, wir haben 8 von 10 Punkten. Die Sache ist, sie hatte gemeint, er hat keine weiteren Charaktere mehr. Aber er hat dann quasi, wenn er keine weiteren Charaktere mehr hat in dieser Kategorie, beziehungsweise an sich Charaktere, die unter dem Leader Skill fallen, dann hat er schon das Beste aus den Charakteren so gesehen gemacht. Und deswegen sage ich mal, in der Klammer gibt es dann 9 Punkte. Ja, den 9. Punkt gibt es ja dafür, wenn ihr aus euren Charakteren das Beste gemacht habt. Und hier sieht das auch außerordentlich gut aus, auf jeden Fall. Also gibt es von hier auf jeden Fall 9 von 10 Punkten für dieses schöne Team, das du auf jeden Fall nutzen kannst. Hast alles richtig gemacht, sehr gut. Alles klar, Team Nummer 2 ist von Osaruman. Erstmal Shoutout an den Namen, ja. Unser Boy Osaruman. Er schreibt uns, Hashtag Team Osaru, Hero Team braucht immer noch ein Update. Alles klar, dann schauen wir mal nach, wie das Ganze hier bei dir aussieht. Wir haben ein Heroes Team. Als Leader haben wir LR Vegito Blue. Denn LR Vegito Blue gibt den Hero Charakteren Ki plus 3 auf 4 Attribut 70%. Heißt, wäre schon mal gut, wenn es in jedem Team, beziehungsweise in dem ganzen Team, Hero Charaktere sind. Das sind sie auch, Super Type Charaktere. Also gibt es hier schon mal 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Level, alle sind Dokkan Awaked, sind 8 von 10 Punkten. Und jetzt schauen wir uns mal seine Charakterliste an, ob da noch was besser geht. Und zwar, also das Team an sich ist schon mal sehr gut, ja. Wir haben die vierfache Rotation, haben wir LR Vegito, ein LR Charakter, 3 Fusion Charaktere, 1A. Das sind noch Spitzencharaktere unter sich individuell. Aber wenn wir uns das seine Charakterliste anschauen, dann springt mir auf jeden Fall der 100% Stern auf jeden Fall entgegen. Und zwar 100% Vegeta Blue. Da er auf 100% ist, wäre er auf jeden Fall eine Option. Er wäre eine Option, wenn man ihn eventuell raustauscht bzw. raustut für dreifachen physisch Goldengs oder physisch Super Vegito. Warum die beide? Denn wenn wir einen von den beiden physisch Charakteren raustun, dann hätten wir ein Rainbow Team. Also das wäre schon mal so fürs Auge ein bisschen schön. Aber nicht nur, dass es dann ein Rainbow Team wäre, sondern ich weiß halt jetzt nicht, wie gut die einzelnen Charaktere im Team gedupt sind, wie weit sie im Dupe-System vorangebracht sind. Deswegen ziehe ich hier gerade in Erwägung, ob wir diesen 100% Vegeta Blue reintun könnten. Ja, das liegt dann an dir, Osaruman, da schaust du mal am besten deine Dupes an. Beziehungsweise, wenn du Bock drauf hast, wenn nicht, denn das Team ist auch so 1A. Also da musst du eigentlich nichts ändern. Nur weil hier der Vegeta speziell auf 100% ist, könnte es eventuell vielleicht noch ein Bonus sein. Denn dieser Vegeta teilt auch zum Beispiel Warrior Gods mit LR Vegito Blue. Heißt, wenn du ihn mit Vegito Blue in einer Rotation hältst, dann bekommen sie noch zusätzlich untereinander einen 10%igen Boost, beziehungsweise LR Vegito Blue bekommt dann weitere 10%. Und warum habe ich die LR nicht in Betracht gezogen? Weder LR Goku, LR Satan noch LR Gohan, Kid. Sie linken sich nicht gut. Ja, also um es kurz zu fassen, um es zusammenzufassen, kannst du das Team auf jeden Fall so spielen, wie es ist. Ich würde sagen, aus den Charakteren hast du eigentlich quasi auch das Richtige gemacht. Aber da ich nicht weiß, wie die anderen gedupt sind, gebe ich auch mal in Klammern einen 9 von 10 Punkten. Und dann, wie gesagt, wäre cool, wenn du mir dann Feedback gibst, beziehungsweise ob du daran was ändern willst oder wie weit deine Charaktere im Dupe-System vorangebracht sind. Aber das Team ist auf jeden Fall gut so. So, weiter im Kontext. Team Nummer 3 ist vom Pazifist. Pazifisto! Erinnert mich an Bartolomeo Kuma. Anyways, er schreibt uns, Hashtag Team Osaru, was ist das beste Superteam? Okay, dann gucken wir uns mal dein Team am besten an. Und zwar haben wir unter dem Leader Skill von Vegito Blue ein Heroes Team unter dem Leader Skill von physisch Vegito Blue. Alle Charaktere sind soweit Max Level und Awaked, heißt und richtig gesetzt als ein Hero Charaktere. Gibt schon mal 8 von 10 Punkten. Wenn wir uns die Charakterliste aber rein anschauen, dann sehen wir LR Gohan. Also LR Gohan ist auf jeden Fall jetzt auch Max Level und ja, LR auf LR Status Dokkan Awaked. Würde ich ihn auf jeden Fall reintun. Ich würde auf jeden Fall LR Gohan reintun für Super Vegito in dem Fall. Wenn wir uns die, also,
wenn sie ehrlich sind, dann Super Vegito an der Stelle von den Charakteren, den man rausholen sollte, weil die anderen individuell stärker sind. Genau. Die Sache ist aber, wir haben jetzt Elegorn reingetan für Super Vegito, das kannst du auf jeden Fall machen, das will ich auch so machen, reicht auch von den Teamkosten her, dann hast du 3 L in dem Team, also Props, ist ein geiles Heroes-Team. Aber, japanisches Dokkan-Battle-Account heißt, es gibt noch einen Tech Vegito Blue, Leute. Tech Vegito Blue, wenn ihr ihn selbst nicht habt, dann könnt ihr ihn als Friend nehmen, das soll jetzt als Hinweis sein. Denn, wir wissen, Tech Vegito Blues Leader-Skill ist, er gibt Superteil-Charakteren Ki plus 3 auf jeden Attribut 120%, heißt 70% mehr Boost als physisch Vegito Blue. Aber die Bedingung ist, dass dein Team, euer eigenes Team, ein Rainbow-Team sein muss. Wenn ihr jetzt Tech Vegito Blue als Friend nimmt, dann muss euer Team ein Rainbow-Team sein. Wenn es das nicht ist, was heißt Rainbow-Team? Heißt, jeder Typ muss mindestens einmal im Team vertreten sein. Wenn es kein Rainbow-Team ist, dann bekommt ihr auch nicht den Leader-Skill des Friends. Worauf ich hinaus will, das soll ein Hinweis für jeden da draußen sein, der Vegito Blue hat oder Agility Rosé, aber nicht Tech Vegito Blue oder Strength Rosé mit dem besseren Leader Skill. Ihr könnt sie als Friend nehmen. Da müsst ihr an der Stelle dann einfach nur darauf beachten, dass euer Team trotzdem, euer eigenes Team, ein Rainbow Team ist. An der Stelle wäre das dann der Fall, wie wir das ändern könnten, damit das quasi mit Pazifist Team funktioniert. Da müsst ihr zum Beispiel Super Gogeta rausnehmen für den Strength Kid Gohan auf 100%, weil ihr fehlt ein Strength Charakter. Und oder wenn es in JP soweit ist, das wäre die beste Option. Elle Vegito Blue Dokkan Awaken, Elle Vegito Blue als Leader nehmen, als eigenen Leader, dann wäre das Problem gelöst. Dann hätten wir einen Strength Charakter, das wäre Elle Vegito Blue als unser eigener Leader. Zwei Int Charaktere, es sind zwar zwei Int Charaktere, macht nichts, ein Typus ist immer zweimal. Da ja mindestens einer drin sein muss und wir haben 6 Plätze. Heißt, wir hätten Int-Charakter Super Gogeta und LR Vegito als Tech-Charakter vierfache Gogeta, Agility-Charakter Super Vegito und physisch Gogeta LR, ja, als Physisch-Charakter in dem Fall. Genau, das soll als Hinweis für euch dienen. Da könnt ihr auf jeden Fall auch ein Auge drauf werfen. Denn, wenn wir uns das nächste Team anschauen, das nächste Team ist von Youngers, The Youngers, danke fürs Einsenden. Er schreibt uns nämlich, Hashtag Team Osuru, ich habe mein Team so oft gebaut, dass ich als Friend den Strength Rosé nehmen. Bitte beachten. Das ist sehr cool, dass du das uns aufzeigst, denn das ist gerade das, was wir in der Heroes-Variante aufgezeigt haben und das, was ich euch auf jeden Fall mal... Upsa. Ich schaue hier gerade alles um. Was ich euch auf jeden Fall mal zeigen wollte, dass ihr darauf achten sollte, ja. Er hat in dem Fall, wie gerade beim Heroes-Team, nur im Gegenteil im Villains-Team, er hat Agility Rosé, aber den Strength Rosé nicht als eigenen Charakter, also kann er ihn als Leader nehmen, aber sein eigenes Team muss dann ein Rainbow-Team sein. Und das hat er gemacht. Jeder Typ muss es einmal vertreten. 1A, super für den Hinweis, beziehungsweise danke für den Ratschlag auch an euch alle, damit ihr das auch gesehen habt, Youngers, für diese Einsendung. Wenn wir das Team bewerten, an sich sind zwar alle Max-Level, alle sind richtig gesetzt, sind Villain, 6 von 10 Max-Level, sind 7 von 10, aber sie sind an der Stelle nicht alle Dokkan Awakened, der eigene Leader ist nicht Dokkan Awakened, deswegen gibt es 7 von 10 Punkten. Und wie gesagt, eben darauf achten, dass wenn ihr euer eigenen Leader Agility Rosé habt, als Friend könnt ihr Strength Rosé nehmen, aber euer eigenes Team muss dann ein Rainbow Team sein. Und an sich, Leute, ist immer wichtig, wenn ihr den Friend auch mit einbezieht. In der Regel ist eigentlich immer so, dass ihr den Friend nimmt, der euer eigener Leader ist. Heißt, ihr habt zum Beispiel ein Super Saiyan 4 Vegeta Team, Super Guild Team, dann nehmt ihr als Friend natürlich auch Super Saiyan 4 Vegeta im optimalsten Fall, weil ihr dann euren selben Boost zweimal habt. Speziell bei solchen Teams aber geht's auch so, ja. Das wollte ich auf jeden Fall euch nochmal aufzeigen. Und das soll als Hinweis für euch dienen, dass ihr auch immer auf den Leader-Skill des Friends achtet. Genau, so viel dazu. Und nun zum letzten Team. Das letzte Team ist von Sesgin. Lieben Dank für die Einsendung. Und zwar, Hashtag Team Osuru. Hallo Osuru, ich wollte jetzt zum einen fragen, ob ich physisch Pan gegen Vegito Blue austauschen sollte und ob ich in den physisch Gotenks... Ob ich den physisch Gotenks oder Super Saiyan 4 Gogeta mit LR Gogeta in einer Rotation lassen soll. Hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Mach weiter so geile Videos. Lieben Dank dafür für die netten Worte. Gut, gucken wir uns das Team mal an der Stelle an. Und zwar sehen wir hier ein Fusion-Team. Ein Fusion-Team unter dem Leader von LR Gogeta. Alle Charaktere sind Max-Level. Alle Charaktere passen auch zum Leader. Vielleicht meint ihr, ey, Pan ist kein Fusion-Charakter. Aber
Ihr dürft nicht vergessen, Alagorita gibt nicht nur Fusion-Charakteren einen Boost, sondern auch Physisch-Charakteren. Nämlich Physisch-Charakteren gibt der Key plus 3 auf jeden Attribut 90%. Also passt da Pan auch auf jeden Fall rein. Wie gesagt, alle sind Max-Level, Dokkan Awake gibt schon mal 6 von 10 Punkte. Fürs richtig setzen und fürs Max-Level und Dokkan Awake, dass alle Awaked sind, gibt es nochmal einen Punkt. Also wären wir bei 8 von 10 Punkten. So, zu seiner ersten Frage. Physisch Vegito Blue rein für Physisch sparen. Wenn wir uns die Charaktere mal angucken, dann könnte man das auf jeden Fall machen. Natürlich müsstest du an der Stelle deinen Vegito Blue awaken, Dokkan awaken. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das machst du aber auch bestimmt. Ist auf jeden Fall möglich, wie gesagt. Ist auf jeden Fall möglich, denn Vegito Blue ist zwar ein Potara-Charakter, aber da ein Physisch-Charakter ist, bekommt er trotzdem einen Physisch-Boost. Also könnte man das machen. In dem Team brauchst du nicht unbedingt einen Supporter. Die Leader-Skill an sich sind sehr, sehr gut. Ihre Boosts sind gut. Also könnte man auf jeden Fall Vegito Blue für Pan reintun. Warum nicht? Du hast ja auch einen Sealer drin mit Sea-Tanks. Und dann könnte Vegito Blue daraufhin immer kontern. Könnte man auf jeden Fall so machen. Wenn du doch einen Supporter willst, dann könntest du eventuell den Strength-Go-Tanks raustun. Aber ansonsten würde das auf jeden Fall so passen. Beziehungsweise ja, zu der Antwort zu deiner Frage. Du kannst auf jeden Fall Vegito Blue reintun für Physisch-Pan. Zur zweiten Frage sollten wir uns auf jeden Fall mal die Rotation angucken. Denn die zweite Frage war, ob er Sea-Tanks oder vierfachen Gogeta mit Alagorita in einer Rotation halten sollte. Und wenn wir uns den Graphen ansehen, dann habe ich das ein bisschen geändert. Denn ich würde Alagorita mit Int-Gogeta in eine Rotation tun. Denn Int-Gogeta und Alagorita teilen sich ganze 5 Link-Skills. Vierfacher Gogeta, an der Stelle hätte ich nicht mit ihm in einer Rotation gehalten. Denn sie geben sich keinerlei Key-Boost, nur Angriff-Boost. Sea-Tanks gibt ihm zwar Key, aber wir sehen, lieber halte ich Super-Gogeta in eine Rotation mit Alagorita statt Sea-Tanks, weil Alagorita und Int-Gogeta, Super-Gogeta sind wirklich zwei Spitzencharaktere, die in eine Rotation hauen auf jeden Fall Schaden raus. Aber an der Stelle auch ganz wichtig natürlich, was ich vorhin angesprochen habe, euer Friend. In dem Team beispielsweise, wenn ihr ein Fusion-Team habt, mit Alagorita als euren Eigenleader, dann nehmt ihr als Friend natürlich logischerweise auch einen Alagorita, damit ihr euren Boost zweimal habt. Aber dies wiederum heißt auch, ihr habt zweimal Alagorita. Dies wiederum heißt, ihr könnt natürlich auch euren Friend in der Rotation lassen, ja. Ich nenne euch immer nur die Rotation für euer eigenes Team, aber ihr dürft den Friend auf jeden Fall nicht vergessen, das ist sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel auch, weil es ein Alag-Charakter ist, unter anderem. Heißt, an der Stelle würde die erste Rotation würde ich dir empfehlen, Alagorita mit Super Gogeta und die zweite Rotation dein Friend Alagorita, sofern er wirklich sehr, sehr gut ist, aber auch an sich, damit ihr es im Hinterkopf habt, dass ihr den Friend immer nutzen könnt, den Friend quasi Alagorita in eine Rotation mit dem vierfachen Gogeta oder dann an der Stelle mit Sea-Tanks, je nachdem, ob du da Key-Probleme hast oder nicht, müsst ihr auf jeden Fall mal gucken. Das wäre zum Beispiel ein weiterer Ratschlag, ein weiterer Hinweis, auf den ihr achten sollt. Auf den Friends, ja, auf den Friends solltet ihr auf jeden Fall auch achten und ihn nicht vergessen. An der Stelle wäre es das für das heutige Team-Rating-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Ich wünsche euch schöne Tage und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.